Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Screencast. Ich habe mich mit dem Tool Yego ein bisschen beschäftigt, das als Plugin in meinem Firefox-Browser installiert ist und möchte euch das Ganze mal ein bisschen näher bringen. Man erhält hier dann eine neue Toolbar, die sich auch verstecken lässt. Hier über diesen Hauptbutton oben kann man die Toolbar auf und zu machen. Ganz nett, wenn man auf dem Laptop arbeitet und nicht ganz so viel Platz hat. Ja, was kann dieses Tool? Also zum einen verwaltet es halt meine Bookmarks, Lesezeichen in einer Library, die ich online abgelegt habe oder die da angelegt wird, besser gesagt. Ich kann meine Bookmarks aus dem Firefox importieren, sollte man vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es geht hier über diesen Button ganz gut. Da kann ich neue Filter mir anlegen. Ich deaktiviere mal erstmal die komplette Sache und importiere nur einen Ordner aus meinen Bookmarks. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Ich habe das jetzt hier aktiviert. Dann taucht hier dieser importierte Ordner auf. Das Ganze wird jetzt online synchronisiert und erscheint gleich in meiner Online-Library auch. Wenn ich das natürlich mit allen meinen Bookmarks mache, dann habe ich die komplett importiert. Von daher, wie gesagt, vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Man hat hier eine Sidebar, da kann man die Library öffnen und das, was ich hier gerade importiert habe, erscheint hier dann auch schon als Links, die dazugefügt sind. Ja, man hat hier die Möglichkeit, es zu öffnen, das erscheint aber auch in der Library. Diese Library kann ich einmal hier im Zugriff nutzen, um schneller an meine Links zu kommen. Hier meine Suchseiten aufmachen zum Beispiel oder auch für mein Projekt hier unten schon was abgelegt, diese Seiten zu öffnen. Habe das Ganze, wenn ich das mal wieder schließe hier, auch online als Verwaltungsseite. Da liegen diese ganzen Links dann nochmal hinterlegt. Und ich kann die hier löschen, verwalten und mit Tags versehen. Tags heißt, ich kann das Ganze nach Themen sortieren. Wenn ich jetzt hier die Base-Suchseite zum Beispiel mit Suchmaschine mal tagge, das Ganze abspeichere, habe ich hier den Tag gelegt. Jetzt sollte er das hier irgendwann auch mal updaten. Ich rufe das Ganze mal nochmal auf, da taucht es dann auch auf. So kann ich mir halt für verschiedene Projekte dann verschiedene Tags ablegen und die ganze Sache etwas besser strukturieren und ablegen. Ja, was kann ich hier alles mitmachen? Suchen wir uns doch mal gerade eine Seite raus. Natürlich kann ich hier ganz normal bookmarken, das heißt, ich lege meine Lesezeichen hier an mit so einigen Optionen. Ich drücke mal gerade drauf, speichere das Ganze mal unter Himbeere ab. So habe ich mein Projekt genannt. Was eigentlich ganz gut ist, wenn ich hier mal auf so eine der Sachen drauf gehe, ich kann zum Beispiel einen Screenshot machen. Kann mir hier einen Bereich auswählen oder auch die ganze Seite. Mache mir hier einen Screenshot, in den ich auch zum Beispiel Text einfügen kann oder gewisse Markierungen, wenn mir irgendwas wichtig erscheint, einfügen kann. Das Ganze speichere ich dann ab. Online bei Diego kann ich dann nachher in meiner Library dann auf diese Sachen zugreifen. Ja, hier ist jetzt dieses abgespeicherte Bild von der Webseite. Was ich noch machen kann, sind Sachen highlighten. Ich gucke noch mal. Ich hatte die Google-Suche mir ja abgespeichert. Wir gehen mal auf Wikipedia als beliebte Info-Suchmaschine, kann mir hier noch eine Farbe aussuchen, mit dem ich den Text untermalen möchte. Wenn ich das Tool dann aktiviert habe, kann ich mir hier Sachen, die ich für wichtig halte, highlighten. Einmal hier. Legen wir uns das hier auch noch mal rein. Das Ganze wird auch wieder in meiner Library, das sieht man hier direkt, abgelegt. Wenn ich mir die Seite noch mal aufrufe,
erscheint das dann hier auch als markierter Text sofort in meiner Library in der Übersicht. Also nicht die ganze Seite, die wird mir hier angezeigt, sondern nur das, was ich wirklich gehighlightet habe. Also ein schönes Tool, um die wichtigsten Sachen sich erstmal zusammenzusuchen und das Ganze zu sortieren. Was noch sehr schön ist, oder ein wichtiges Feature hier eigentlich, ich kann sogenannte Outliners anlegen. Das sind prinzipiell kleine Projekte, in denen ich meine Links nachher sortieren kann. Hier oben kann ich mir einen neuen anlegen. Ich habe hier schon einen mit diversen Links drin. So, was kann ich jetzt damit tun? Aus meiner Library kann ich mir die abgespeicherten Links und auch meine Bilder zum Beispiel hier per Drag and Drop rüberziehen. Das tue ich jetzt hier mal, lege da was Neues an. Wenn ich jetzt mal in die Ansicht gehe, liegen hier genau die Sachen, die ich hier gehighlightet habe, schon drin und sogar auch hier das Bild, das ich eben gemacht habe, wird hier mit eingefügt. Ich kann das Ganze strukturieren. Wenn ich jetzt einen Oberbegriff mir hier hingelegt habe, kann ich da noch einzelne Unterpunkte einfügen. Das Ganze also schön als in Tabellenstruktur als Projekt ablegen. Das Ganze als Link verschicken, wenn ich das dann teilen möchte. Oder auch hier exportieren. Ich mache das mal gerade. Man kann das komplette Projekt dann kopieren. Und das ist sehr schön, in Word einfügen. Und hat das dann als direkten Weblink. Ich klicke hier mal auf so eine Sache drauf. Liegen und kann das dann direkt aufrufen aus dem Word. Eine schöne Sache, um das mit anderen Leuten zu teilen, in einem Projekt oder in der Lerngruppe. Also für mich ein sehr schönes Tool hier. Was man noch machen kann, wenn ich hier mal die Sidebar aufrufe, sehe ich hier den Reiter SysURL und könnte jetzt sehen, wenn jemand aus der Community hier drauf ist, irgendwelche Comments abgelegt hat. Macht man vielleicht am besten auf Seiten, die auch etwas besser besucht sind. Mal schauen, ob ich hier was finde. Ja, auch keiner. Aber vielleicht unter E-Study. So, Annotations hatte keiner gemacht, aber ich sehe zum Beispiel, wer hier drauf zugegriffen hat und könnte dann rein theoretisch auch das Profil von demjenigen aufrufen, ihm vielleicht noch was fragen, sehe also, wer an diesen gleichen Sachen interessiert ist wie ich eventuell und kann dann in der Community eventuell nochmal Kontakte knüpfen und mir vielleicht noch andere Infos suchen, beziehungsweise sehe auch, was derjenige hier als öffentliche Links hinterlegt hat und mir vielleicht hier nochmal so ein paar Infos oder auch Links suchen, die mir in meinem Projekt auch weiterhelfen könnten. Meine Links, die ich mir hier hinlege, kann ich entweder als Bookmark abspeichern, kann sie versenden. Wenn ich jetzt gerade keine Zeit habe, sie zu lesen, kann ich sagen, ich packe mir das in den Read Later Ordner und habe mir dann jetzt diese Uni Bremen Logs in meinem Read Later abgespeichert. Gucken wir mal gerade rein unter My Library. Nee, hier taucht es gerade nicht auf. Jetzt bin ich gerade etwas. Ach so, Unread. Still empty. Nee, die Funktion muss ich mir noch mal etwas näher angucken. Sollte auf jeden Fall funktionieren, dass ich das dann als nicht gelesen ablege und mir später angucken kann. Ja, My Groups. Hier könnte man noch irgendwelchen Gruppen beitreten. Das heißt, bei gleichen Interessen kann ich hier eine Gruppe gründen oder hier bestehende Gruppen beitreten. Links tauschen, diskutieren, Informationen austauschen. Ja, habe ich jetzt noch ein wichtiges Feature vergessen? Ah ja, man kann noch kommentieren. Wenn ich hier oben auf Comment gehe, kann ich
entweder für die ganze Seite einen Kommentar ablegen oder nur eine Sticky Note machen. Da kann ich mal gerade aus meiner Library vielleicht einen Link aufrufen. Gehen wir nochmal hier auf Wikipedia. Dann füge ich mal einen Floating Stick ein. Halt. So. Der erscheint dann hier oben auf der Seite. Sobald ich die dann wieder aufrufe, habe ich hier oben meinen Sticky und das, was ich da reingeschrieben habe. Lässt sich auch jederzeit löschen. Was mir noch aufgefallen ist, was man vielleicht als störend empfinden könnte, mal gucken, ob es passiert, ob ihr es jetzt seht, bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn ich über so eine Grafik gehe, erscheint hier jedes Mal unten so ein kleines Speichern-Symbol. Erstmal gar nicht so schlecht, damit kann ich dieses Bild, wenn ich jetzt mal drauf gehe, sofort in Diego speichern. Das können wir uns auch anschauen. Gehen wir nochmal auf My Library. Und dann ist dieses Bild auch schon gleich da. Verwirrt vielleicht ein bisschen, wenn ich ganz normal im Netz surfe und gerade nicht in meinem Projekt irgendwas abspeichern möchte und die ganze Zeit läuft Diego im Hintergrund und jedes Mal, wenn ich irgendwo mit einer Maus drüber hover, erscheint dieser Speichern-Button. Oder aber ich will ein Bild aufrufen und anstatt es aufzurufen, wird es dann gleich weggespeichert. Ist mir auch aufgefallen, da dieses Diego die ganze Zeit im Hintergrund läuft, dass mein Firefox, wenn ich dann so ein paar Tabs auf habe, was ja schnell mal passiert, wenn man im Internet was sucht und das Ganze in Tabs öffnet und dann irgendwo so Richtung 10 offene, vielleicht auch ein paar mehr Tabs kommt, wird der Firefox-Browser doch relativ langsam. Fand ich jetzt ein bisschen störend, weil mir das des häufigeren Mal schnell passiert, dass ich wirklich hier mehrere Tabs offen habe. Was ich dann gemacht habe, ist einfach dieses Add-in oder Plugin wieder zu deaktivieren und ich nutze es dann halt nur, wenn ich wirklich in meinem Projekt arbeite und nicht unbedingt, wenn ich standardmäßig im Netz surfe. Dann lege ich ja nicht jedes Mal hier ein neues Projekt an und brauche dieses Tool eigentlich auch nicht. Das wäre vielleicht nochmal so ein kleiner Hinweis, da kann ich dann hier im Firefox über Add-ons das Ganze wieder deaktivieren. Ich habe dann hier die Diego Toolbar als Erweiterung liegen, deaktiviere die. Muss das Ganze natürlich dann, wenn ich es wieder nutzen will, über die gleiche Tastenkombination wieder aktivieren. Und wenn man jetzt mal neu startet und das Ganze wieder aufgeht, ist die Toolbar natürlich dann auch weg. Und man müsste sie wieder neu aktivieren. Fand ich jetzt aber schon etwas störend, dass das doch den Browser erheblich ausbremsen kann. Ja. Das war es eigentlich so im Großen und Ganzen zu Diego von meiner Seite aus. Vielleicht noch als Hinweis, die kostenlose Version ist relativ eingeschränkt. Wenn man hier mal auf Go Premium guckt, kann man das Ganze mal vergleichen. In der Free-Variante kann ich maximal 5 Outliners, also 5 Projekte anlegen, 500 Highlights machen, 100 Images abspeichern. Sollte erstmal reichen. Was mir halt persönlich gefehlt hat, war die Bearbeitung eines PDFs. Das bekomme ich erst, wenn ich 40 Dollar im Jahr bezahle. Dann kann ich auch PDFs importieren und Annotations, also Highlights ablegen. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man zumindest irgendwo 10 PDF-Files oder ähnliches vielleicht dann doch online ablegen könnte für sein Projekt und die dann dort mit einbinden könnte, weil man ja doch einige Infos oder viele Infos im Internet, gerade wenn es dann im wissenschaftlichen Bereich ist, doch auf PDF-Files oder in PDF-Files findet. Das wäre halt in der Free-Variante noch eine schöne Sache, dass man zumindest irgendwo so 1, 2, 3 Files dann damit einbinden könnte. Ja, ich hoffe, das Ganze hier hat euch zumindest ein bisschen gefallen und euch das ganze Tool hier etwas näher gebracht und vielleicht bis bald.